Jo, meine Freunde, und herzliches Willkommen natürlich wieder hier bei der FIFA SK Sturm Graz Karriere. Ja, Leute, es ist schon lange her, dass keine Karrierefolge mehr gekommen ist. Deswegen starte ich heute mit der Aufnahme am Samstag. Ja, Samstag so um 22.15 Uhr. Starte ich jetzt rein mit der Aufnahme für Montag natürlich. Und ich hoffe natürlich, dass die Folge nachher morgen schon gut geschnitten ist, damit wir sie dann am Montag präsentieren können. So Leute, wir starten natürlich rein hier mit der Sturmkarriere, haben natürlich ein paar neue Spieler dazu bekommen, Leitner oder so. Ich habe keine Ahnung, was da alles so gelaufen ist in letzter Zeit. Deswegen wird natürlich die ganze Karrierefolge ein bisschen länger sein als die sonst üblichen Karrierefolgen. Aber bis jetzt dann schauen wir mal, wie sich das alles hier entwickelt. So Leute, wir starten natürlich gleich ins nächste Spiel rein und schauen natürlich, wer dagegen Gegner ist. Der nächste Gegner ist Red Bull Salzburg. Salzburg ist natürlich jetzt Tabellen... wo sind die? Tabellen 5. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt, jetzt weiß ich nicht einmal, wie die Mannschaft sich spielt. Deswegen starten wir jetzt einmal in das erste Spiel rein der heutigen Folge und hoffen natürlich, dass wir einen Sieg erwirtschaften können. Das wäre natürlich echt ein bisschen sinnvoller. Zu Hause spielen wir und wir sehen uns natürlich dann gleich im ersten Spiel der Folge wieder. Herzliches Willkommen natürlich aus der Hauptstadt von der Steiermark, natürlich aus Graz, aus dem Stadion Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Ja, der Tabellenführer aus Graz ist natürlich hat eine recht starke Aufgabe jetzt vor sich und der muss natürlich jetzt einmal schauen, wie man diese Aufgabe auch lösen kann. Denn die sind zwar Fünfter jetzt, aber haben eine sehr starke Mannschaft. Deswegen reden wir nicht heiß. Reden wir nicht lang herum und starten natürlich gleich ins Spiel. Die Tabellensituation hat wegen dem, ich glaube Rapid war das letztes Mal mit der Niederlage. Und da ist Salzburg sogar schon durch. Wo? Oho. Naja, Salzburg schon mal in Führung. Schul. Deni Alla ist durch, Deni Alla und versucht es natürlich und jetzt kommt der Kopfball und der Ball geht leider neben den Kasten. Auf der Torhüterposition haben wir uns verbessert, in einer Hinsicht. Wir haben uns eigentlich nur verstärkt, eigentlich auf der Torhüterposition verbessert haben wir uns nicht. Zur Halbzeit steht es 0-1 aus unserer Sicht her. Werden hoffentlich in der zweiten Halbzeit das ein bisschen ändern. Wieder keine Möglichkeit. Ach Mann, was ist denn hier los gerade? Die Grazer haben hier aktuell wirklich Probleme. Aktuell wirklich starke Probleme. Jul versucht es einmal. Und dann kommt der Torschuss von Wan Jing Shan oder wie er heißt. Und der Ball ist drin und das ist das 2-0. Also Sturm Graz kann sich das Spiel heute wahrscheinlich abschminken, dass man da 3 Punkte gegen Salzburg mitnehmen kann. Ja, der Ball war ein bisschen zu weit weg von Botsmann. Und jetzt geht es zum Elfmeter. Und wenn der Elfmeter drin ist, hat man wenigstens schon den Anschlusstreffer. Dann hat man wenigstens schon den Anschlusstreffer. Der wäre natürlich echt, echt hilfreich für die Grazer. Anschlusstreffer vielleicht, Deni Alla, komm schon. Hau den doch rein. Und er scheitert. Er scheitert an Walke. Er scheitert wirklich an Walke. Nur an Walke scheitern. Und das ist der nächste Elfmeter. Also wenn man den vorigen reingehauen hätte, wäre das jetzt wahrscheinlich schon der zweite Treffer. Und jetzt ist es natürlich wieder amtlich. Deni Alla. Oh, der wird zu hoch. Der wird... Nein, der passt genau. Deni Alla holt sich da jetzt einmal den nächsten Torerfolg für seine Karriere. Und natürlich für Sturm Graz den Anschlusstreffer. Auswärts gegen den SK Sturm mit 2-1. Aus unserer Sicht her eine sehr schlechte Ausgangslage. Aber wir können es nicht ändern. Ich hoffe natürlich, dass wir im nächsten Spiel natürlich mehr Leistung zeigen können. Und sehen uns dann gleich im Alltag wieder, Leute. Im Alltag wieder angekommen, heißt es wirklich so jetzt. 3 Punkte vor der Austria, Leute. 3 Punkte vor der Austria ist nicht die beste Sache. Und jetzt geht es gegen Lars Klins natürlich ran, gegen den vierten in der Tabelle. Jo, und da starten wir natürlich mit einer Pressekonferenz rein. Und hoffen natürlich, dass wir Lars Klins natürlich schlagen können. Und das diesmal auswärts. Also Leute, drückt uns die Daumen, es geht auswärts ran und wir sehen uns natürlich gleich in Linzer Stadion wieder. Herzliches Willkommen aus Oberösterreich, aus Linz und natürlich aus dem Stadion von Lars Klins. Und wir hoffen natürlich, dass wir heute 3 Punkte nach Graz mitnehmen können. Nach der Pleite gegen Salzburg möchte man da hier wirklich ein bisschen mehr
rausholen. Und deswegen starten wir auch gleich in das Spiel hinein. Nicht mehr vorkommen. Jetzt ist Deniala durch. Deniala. Und er macht den Ball nicht. Er macht den Ball nicht. Och man. Kommt dafür für diese Spieler, dann muss man da wirklich in die Investition der anderen Vereine auch annehmen. Botsmann macht das. Botsmann macht hier den ersten Treffer. Ich wollte gerade sagen, wollte die Investitionen annehmen. Und jetzt macht Botsmann, der natürlich heute in der Startformation steht, das 1:0 für die Grazer. Und das in Minute 26. Gut gespielt von Kian und natürlich von Botsmann. Also die waren relativ stark unterwegs. Und das ist natürlich eine super Sache. Das gefällt mir richtig gut, wenn Botsmann hier das Tor macht. Und das ist natürlich echt schön gewesen. Also Hut ab. Weiter so, Jungs. Also so soll das sein. Marvin Botsmann mit dem vierten Tor in der Liga. Kann sich sehen lassen und macht hier dadurch auch den Führungstreffer gegen die Linzer. Also wenn man wirklich die Meisterschaft dann vergeigen sollte, dann kommt man wenigstens mit dem Pokal in die Europa League Qualifikation. Und das war ein Traumtor von Peter Tschul. Und Peter Tschul macht hier das Ding zum 2:0 in Minute 38. Und das ist natürlich eine richtig gute Ausgangslage jetzt für die Grazer. Und wenn das so weitergeht, dann wirklich perfekter Start im zweiten Durchgang nachher. Also dann würde man wirklich gut reinstarten im zweiten Durchgang, wenn das im zweiten Durchgang auch so gelingt, wie jetzt Peter Tschul mit dem Longshot wirklich aus 20 Metern oder was das war. Ich weiß nicht ganz genau, 18, 20 Meter, ich habe keine Ahnung. Ja, Achtelfinale bzw. im Viertelfinale noch landet und das wäre natürlich echt cool. So, Röcher, Kopfball und 3:0 und das ist jetzt, glaube ich, auch vorbei für die Linzer. Die werden sich jetzt wahrscheinlich da eher nach unten begeben mit den Punkten her und Stimmkratz wird hier wohl die 3 Punkte mitnehmen und Las Linz geht leider leer aus. Also das heißt, 63 Minuten zwar gespielt, aber man sieht schon, dass Stimmkratz heute die dominierende Mannschaft ist in der Liga. Und beziehungsweise in diesem Spiel kann natürlich den Pass jetzt nach draußen geben. Und da ist Kian und macht natürlich das nächste Tor. Der Italiener mit dem 4:0 für die Grazer auswärts gegen Las Glins. Und damit 80 Minuten hinter sich gebracht. Sturm Graz hier auswärts gegen Linz. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, Las Glins wird da sicher keinen Punkt mehr erreichen heute. Deswegen können wir schon uns einmal darauf einstellen, dass wir mit 3 Punkten nach Graz zurückkehren. Wie hoch das Spiel ausgeht, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber 4:0 nach 80 Minuten, fast 2 Hälften, kann man da wirklich alles gut sehen lassen. Also der Italiener macht heute sein zweites Tor in der Liga. Ich weiß nicht, ob das jetzt die 2 Tore waren heute hier. Sehr starken Gegner hat. Und jetzt müsste es nochmal ein Tor sein für Kian. Der macht das natürlich trocken. 5:0, 88. Minute, Sturm Graz. Wird wohl... Oh, das tut weh, wenn der wirklich da auf den Steinboden gegleitet ist, dann steht er normalerweise nicht mehr auf. Aber naja. Man sieht, Sturm Graz, alles unter Kontrolle. Und geht mit einem 5:0 gerade echt aktuell raus aus der Partie. Also 5 Tore sind einmal fix schon gefallen. Und wenn wir ehrlich sind, würde ich da eher so gesagt haben, dass man da wirklich den ein oder anderen Treffer ja für Salzburg Spiel natürlich hätte gehabt. Aber naja, man muss ehrlich sagen, Sturm Graz wird heute wohl mit 3 Punkten nach Hause fahren. Mit 5 Toren eine Null gehalten. Also die Abwehr hat heute relativ stark gespielt. Wenn jetzt da nichts passiert. Der Schiedsrichter pfeift ab. Es bleibt beim 0:5 aus der Sicht der Linzer. Sturm Graz fährt mit einem 5:0-Sieg mit 3 Punkten nach Hause nach Graz. Und wir hoffen natürlich, dass wir in der nächsten Partie natürlich wieder 3 Punkte mitnehmen können. Aber diesmal feiern wir richtig, denn Kian macht auch seinen Doppelpack, seinen ersten für uns. Also Hut ab, also Kian, feier schön. Wir sehen uns gleich im Alltag wieder. Gute Neuigkeiten, Leute. Gute Neuigkeiten haben wir jetzt auch. Wir sind noch immer 3 Punkte vor Austria Wien. Austria Wien ist relativ stark jetzt unterwegs. Aber wir haben noch gute Neuigkeiten. Wir sind noch immer... Ja, noch immer 11 Punkte vor
Rapid Wien. Also ja, da hat man noch ein bisschen Luft. Der letzte Gegner in dieser Folge ist es wieder auswärts und das diesmal in Admira. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Admira schlagen können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen könnten und hoffe natürlich, dass wir wirklich wieder einen guten Start ins Spiel haben können. Und wir sehen uns natürlich gleich im Stadion der Admira wieder und hoffen natürlich, dass wir hier wieder einen Sieg mitnehmen können nach Graz nach Hause. Also Leute, sehen wir uns gleich im Stadion. Herzliches Willkommen aus dem Admira Wacker Stadion und ich hoffe natürlich, dass heute Sturm Graz wieder seine Leistung abbringen kann oder abgeben kann oder zeigen kann und weiß auch was auch immer. Aber jedenfalls, dass man da wieder gut reinstartet in die Partie. Wir gegen den 6. Wir haben gegen den 5. ja schon einen Punkt liegen gelassen. Und jetzt wollen wir gegen den 6. natürlich Punkte machen. Und deswegen heißt es jetzt Sturm Graz gegen Admira. Auswärts sind wir ran und wir starten natürlich in die Partie rein. So, jetzt ist man mal durch. Kann man. Und da ist Kian! Und der macht in der Nachspielzeit des Spieles das 1:0. Und darf sich damit mit dem nächsten Treffer in der Liga krönen. Der Italiener, der junge Italiener, macht hier das nächste Tor. Und das diesmal echt enttäuschend für die Admiraner-Fans. Denn die werden sich wahrscheinlich denken, okay, warum jetzt in dieser Minute? Warum pfeift er Schiedsrichter nicht ab? Und da sieht man, dass man wirklich auf Sturm Graz hoffen kann, weil die machen jetzt in der 90. Minute plus Nachspielzeit, ich weiß ja nicht ganz genau, aber die machen da wirklich das Ding und das ist das schönste Grad und das soll immer so bleiben. Das soll immer so bleiben und jetzt ist damit vorbei. Sturm Graz wird wohl die 3 Punkte nach Graz mitnehmen und das ist amtlich. Und Leute, damit verabschiede ich mich auch mal mit einem 3-Punkte-Erfolg aus dieser Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn sie euch wirklich gefallen hat. Und wenn nicht, dann einen Daumen nach unten und natürlich dann das Kommentar rein, was euch nicht gefallen hat. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge der Sturm Graz Karriere. Ciao, Leute.